Die Adler Mannheim sind am Ende doch mit ein bisschen Glück in die Playoffs eingezogen. Ray Emery, der neue Goalie, auch noch nicht so der ganz große Rückhalt. Jetzt geht's gegen die Kölner Haie und die sind gerade rechtzeitig in Form gekommen. 3 Siege in den letzten 4 Spielen, gehen als Favorit in dieses eigentlich vorgezogene Finale. Wenn man die Namen hört, Kölner Haie, Adler Mannheim hier in der Pre-Player-Runde. Los geht's, Jean Lalonde für die Haie mal von der blauen Linie. Ray Emery mit der ersten Bewährungsprobe. Lalonde war ja der beste Spieler im Januar, was die Punkte anbelangt. Aber Emery hatte hier relativ freie Sicht. Die Anfangsphase gehörte eigentlich den Mannheimern. Die hatten ganz gute Tormöglichkeiten, wie hier Buchwieser. Aber die Kölner schalteten immer wieder schnell um. Mit Sivret, Gogula, zusammen mit Salmonsson gegen 3. Und trotzdem machen sie das Tor. 1:0, Kölner Haie. Schlecht verteidigt natürlich von den Mannheimern. Das darf so nie passieren. Schlechtes Backchecking und Gogula hat dann keine Probleme. Er eröffnet also diese Playoff-Runde. Dann die 14. Spielminute. Wieder die Kölner Haie. Die Mannheimer mit einem Fehlpass. Und dann spielen sie es wieder von hinten heraus. Mit einem, naja, Pass, Schuss, was auch immer, von hinten nach vorne. Charlie Stevens hat ganz viel Platz, trifft die Scheibe gar nicht richtig, trotzdem macht er das Tor. 2:0, Kölner Haie. Läuft das optimal für die Gastgeber? Sein drittes Saisontor, insgesamt nur 4 Punkte in der Hauptrunde geholt. Der spielt nicht die allerbeste Saison. Auch da bekommt er viel zu viel Platz. Der Pass von Auslund passt und der Schuss dann auch. Oh ja, die Mannheimer jetzt natürlich unter Druck. Das erste Drittel geht an die Kölner Haie, 2:0 der Vorsprung. Corey Clouston, auch wenn man es ihm nicht ansieht, kann eigentlich ganz zufrieden sein. Zweites Drittel, da sind 49 Sekunden gespielt. Wieder gehen sie gut drauf. Die Haie halten die Scheibe am Leben mit Patrick Hager. Der macht ein richtig gutes Spiel. Sivritz wieder rüber gespielt. Da ist Gogula. 3:0 für die Kölner Haie. Was ist hier denn los in der Lanxess Arena? 22. Saisontor und wieder wurde er komplett allein gelassen. Was machen die Mannheimer da in der Defensive? 23. Minute. Sie hatten aber aus ihrer Sicht zum Glück eine Antwort parat. Mit Ullmann. Der trifft die Scheibe nicht. Dann nochmal Ullmann und dann trifft er sie richtig gut. Links in den Winkel. Der so wichtige Anschlusstreffer. Sein 14. Playoff-Tor in der DEL insgesamt. Man könnte sagen, gut verzögert, aber klar, er trifft die Scheibe erstmal nicht so richtig. Das Tor aber nicht unverdient für die Mannheimer, die hier gar nicht so schlecht spielten. Szene ungeschnitten nach dem Bulli, nach dem Tor. Die Kölner Haie wieder im Angriffsmodus. Salmonsson mit dem tollen Pass auf Hager und 17 Sekunden später die perfekte Antwort der Kölner Haie. Diese Reihe war mächtig am Wirbeln. Salmonsson, Gogula und Hager. Und hier machen sie das 4:1, alter Vorsprung wieder hergestellt. Ray Emery kann auch hier nichts machen. Ja, die Adler sollten nochmal zurückschlagen im zweiten Drittel. Wir sind schon in der 36. Spielminute. Sinan Akta probiert mal mit einer Einzelaktion. Einer schönen Einzelaktion. Akta mit dem Abschluss. Zweites Tor für die Mannheimer. Schöner Treffer von Sinan Akta, der sich da von 2 nicht aufhalten lässt. Weiß und Eriksson werden da düpiert und auch Wesslau dann ohne Abwehrmöglichkeit. Und es kam noch besser. 3 Minuten später, kurz vor der zweiten Drittelpause. Die Adler beißen sich fest mit Horstbild. Dann kommt die Scheibe zu Richmond. Der einfach mal vors Tor und da lauert er. Christoph Ullmann, sein 4. Doppelpack in dieser Saison. Er steht halt immer richtig. Ja, und kaum zu glauben, sie sind wieder drin in dieser Partie. 3:4 nur noch aus Sicht des amtierenden deutschen Meisters. Damit geht es auch in die zweite Drittelpause. Der Schlussabschnitt hält noch einiges offen, was dieses erste Spiel zwischen Köln und Mannheim anbelangt. Die erste Möglichkeit gehört auch den Adlern mit Sinan Akta. Der ging so ein bisschen vorne ran. Diesmal legt er ab, macht es nicht selber, Richmond. Und Wesslau mit einem wichtigen Save. Ja, die Zeit, die tickt so langsam gegen die Mannheimer Schlussphase. Sie müssen Risiko gehen, nehmen dann auch den Goalie verständlicherweise runter. Also Emery nicht mehr auf dem Eis, dafür der 6. Feldspieler.
59 Sekunden vor dem Ende. Akta verliert die Scheibe und dann ist es passiert. 5:3, Empty Net Goal von Philipp Kogula. Sein zweiter Hattrick in der Karriere. Zum zweiten Mal übrigens in dieser Saison. Hier der Scheibenverlust von Akta. Ja, und dann einfach mal nach vorne gespielt. Und der sitzt. Die Mannheimer ließen den Torhüter draußen. Die gingen natürlich weiter, volles Risiko. Auch auf die Gefahr, nochmal ein Gegentor zu schlucken. 25 Sekunden vor dem Ende. Wieder der Fehler im Aufbau. Und diesmal ist es Moritz Müller. Ähnliche Position, ähnliche Situation. 6:3, wieder Empty Net Goal. Die Kölner Haie gewinnen Spiel 1 zu Hause vor durchaus schwacher Kulisse. Nur über 9.100 Zuschauer gekommen, die diesen Sieg der Kölner Haie sehen. Mannheim jetzt unter Druck. Spiel 2 dann am Freitag im Adlerhorst. Wir haben phasenweise richtig gutes Eishockey gespielt und Druck gemacht. Und haben wir gesehen, dass wir die auch in Bedrängnis bringen können. Hatten viele Schüsse, sind auch viele Rebounds zustande gekommen. Und dann haben wir ja, leider jetzt im letzten Drittel versäumt, das Spiel auszugleichen. War ein ganz tolles Spiel heute. Wir haben im zweiten Drittel leider ein bisschen aufgehört, Schütze zu laufen und so Mannheim wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir im letzten Drittel wieder da angefangen haben, wo wir dann, denke ich, am ersten auch aufgehört haben. Wir sind wieder Schütze gelaufen, wir haben hier einen Check zu Ende gefahren und ich denke zum Schluss auch dieses Quäntchen Glück auf unserer Seite, Gott sei Dank, heute gehabt und dann auch verdient gewonnen, würde ich sagen.